Die Entwickler haben letzte Woche ein neues Deko-Set mit neuen Bartutensilien veröffentlicht, welches 31 neue Objekte ins Spiel bringt. Was hier genau enthalten ist und wie ich die Objekte finde, klären wir in diesem Video. Auch wenn ich die Frequenz, in der die Sims 4 Packs erscheinen, manchmal ein bisschen kritisch finde, habe ich mich dann doch über das Bartutensilien-Set gefreut. Wir haben nämlich mit dem neuesten Baumodus-Set ganze 31 neue Objekte bzw. besser gesagt Deko-Objekte erhalten. Wir versuchen jetzt einfach mal dieses Bad hier in Tartosa so ein bisschen aufzutunen. Wir haben als erstes Deko-Objekt für die Wand diese Wandsticker hier erhalten. Da habe ich auch schon gesehen, es gibt sehr viele verschiedene Muster, also quasi jede Farbalternative stellt ein eigenes Muster dar. Das ist doch eigentlich ganz niedlich, das sieht jetzt hier so ein bisschen eher nach Kinderdeko aus. Wir haben hier so Fische, wir haben hier was Weißes. Hier dann natürlich auch mit Badezimmerbezug, sonst würde das nicht so ganz zum Set passen. Wir haben hier eine neue ausgequetschte Zahnpastatube erhalten. Die sieht so aus, ist natürlich hier sehr klein. Auf dem Boden macht die sich jetzt hier nicht unbedingt gut. Aufs Waschbecken können wir sie leider nicht legen, da kein Slot da ist. Schauen wir mal weiter. Wir haben neue Seife bekommen. Die gefällt mir tatsächlich sehr gut. Das ist ja echt verrückt. Ich habe hier alle Packs installiert, aber ich glaube, so ein Stück Seife haben wir tatsächlich noch mit keinem einzigen Die Sims 4 Pack bekommen, was schon ein bisschen merkwürdig ist. Dann ist es doch jetzt umso besser, dass wir hier eine neue Seife erhalten haben. Die hat hier sogar irgendwie so eine leichte Schwammoptik, so finde ich, sieht es für mich aus. Weiter geht's mit einer weiteren Tube, die ist diesmal voll. Wir haben jetzt hier also einmal so eine leicht ausgequetschte und einmal eine volle. Ich muss zugeben, das finde ich jetzt leicht unnötig, einfach dadurch, dass wir jetzt quasi zweimal fast das gleiche Objekt haben, bloß in einer leicht anderen Ausführung. Da hätte mir jetzt auch eines gereicht, wenn wir stattdessen irgendwas anderes bekommen hätten. Wir haben diese Klopapierrolle bekommen, die einfach mal so ein bisschen hochkant steht, auch mit verschiedenen Mustern. Die Deko-Objekte sind teilweise auch so klein, dass ich hier schon fast gar nicht richtig ranzoomen kann. Hier auch so ein bisschen mit so einer geriffelten Oberfläche finde ich tatsächlich ganz witzig. Ich bin jetzt hier in meinem Live-Modus ein bisschen rangegangen. Man sieht, das ist jetzt hier nochmal so eine andere Zahnspange quasi. Einfach ein Glas, wo eine Zahnspange drin ist. Und wir haben als zweite Version dann das Gebiss bekommen, was dann wahrscheinlich für ältere Sims eher relevant ist. Weiter geht's mit diesen zwei Kämmen. Ist auch irgendwas, was wahrscheinlich im Bad bei euch ganz viel rumliegt. Gibt es hier auch in verschiedenen Farben, jetzt nichts krass Spektakuläres. Wir haben hier nochmal eine Tube, die drauf und fertig lotion. Was soll man da jetzt großartig sagen, ist es eine Tube? Ich frage mich, ob es diese Objekte oder zumindest diese Tube zum Beispiel auch so in der Art im Debug gibt. Für alle, die das Set sich nämlich nicht kaufen wollen, gibt es glaube ich da auch so ein paar Objekte, auf die man eigentlich nicht zugreifen kann, die sich aber mit dem Cheat freischalten lassen. Ich muss zugeben, das finde ich leicht random, aber wir haben mit diesem Set jetzt auch Lichtschalter ins Spiel bekommen, die wir vorher noch nicht hatten. Mit denen lässt sich leider nicht interagieren. Zwei verschiedene Farben und einmal hier so eine andere Variante. Ach so, die leuchtet hier, glaube ich, im Dunkeln. Ist das richtig? Genau, ja, die hat hier so einen leichten Lichteffekt. Aber ich verstehe nicht so ganz, was jetzt irgendwie das Bad mit Lichtschaltern zu tun hat. Das hätte jetzt gefühlt mit jedem Pack irgendwie reinkommen können. Ist jetzt auch nicht so wirklich schlimm. Es war ja auch eine Ergänzung, die sich in der Community viel gewünscht wurde. Aber warum das jetzt genau mit diesem Set passiert ist, weiß ich auch nicht so ganz. Für alle, die gerne Lichtschalter im Spiel haben, mit dem nächsten Gratis-Update wird es die ebenfalls auch nochmal im Basisspiel geben. Ebenfalls mit dabei ist dieser Zahnputzbecher, finde ich auch eine sehr sinnvolle Ergänzung. Das sind jetzt hier wirklich so Basics. Ja, von den Farben, es sind genau die Farben, die wahrscheinlich jeder von uns irgendwie im Bad stehen hat. Wir haben dieses Set von Parfum bekommen, so sieht es zumindest aus. Das ist also ebenfalls neu. Also schwarz und weiß ist hier überall dabei, hier gibt es noch so ein paar andere Grautöne, auch was Buntes. Dann haben sich die Entwickler dazu entschieden, quasi diese Tube hier nochmal als kleines Set anzubieten, dann auch entstehend. Ich muss zugeben, das finde ich leicht schade. Das ist mir auch schon bei der Ankündigung so ein bisschen aufgefallen. Ich habe das Gefühl, dass die Entwickler gerne mal Objekte nehmen, leicht abwandeln und dann irgendwie haben wir quasi zwei Objekte im Spiel, die aber irgendwie sehr ähnlich sind. Wir haben eine neue Klopapierrolle bekommen. Ich muss zugeben, das fand ich irgendwie komplett sinnlos. Es passt natürlich perfekt zum Thema. Aber ganz ehrlich, wir haben schon eine im Spiel, die tut's doch irgendwie auch. Brauchen wir da jetzt wirklich quasi mehrere Klopapierrollen, die fast genau gleich aussehen? Ich habe auf Twitter irgendwie eine sehr coole CC-Klopapierrolle gesehen mit so einem kleinen Brettchen drüber. Die fand ich sehr cool. Wir haben hier Badeduft im Glas. Das ist ebenfalls ein neues kleines Objekt.
Okay, ja, ganz ehrlich, kann man, glaube ich, so auch in die Küche stellen. Das würde jetzt nicht großartig auffallen. Ich finde, da kann man jetzt nicht so richtig erkennen, dass es Badesalz sein soll. Ist jetzt aber auch nicht so wirklich schlimm. Wir haben diese neue elektrische Zahnbürste bekommen. Einmal hier so als kleines Set. Bei all diesen Dekoobjekten muss man mal irgendwie ganz nah ranzoomen. Aber jetzt zum Beispiel bei dieser Zahnbürste ist es so, dass da oben so eine Kappe drauf ist. Das fällt im ersten Moment irgendwie gar nicht so auf. Ich finde, vom Weiten sieht es so ein bisschen so aus, als wäre dieses Objekt bloß sehr undetailliert. Da wären wir nämlich jetzt schon beim Stichwort. Die Entwickler haben nämlich auch diese Schränkchen hier hinzugefügt, welches, ja, ganz ehrlich, selbst schon mit ein bisschen Abstand relativ undetailliert aussieht. Man sieht hier, dieser Kamm hat sehr wenige Zacken. Ich glaube, wenn man sich damit durch die Haare fährt, passiert gar nicht so viel. Und auch wenn wir ranzoomen, das Objekt ist wirklich relativ einfach gemacht. Der ganze Dekokrams, der da so mit dabei ist, ist quasi hier oben auf die Textur drauf gemalt. So kann man es ausdrücken. Allgemein, da hat sich die Community wirklich drüber aufgeregt. Ich muss zugeben, dass ich das auch nicht so ganz nachvollziehen kann, warum die Entwickler das wirklich so undetailliert machen. Der Hintergedanke ist ja, dass diese Objekte auf allen PCs gut laufen sollen. Aber ganz ehrlich, hätte man die jetzt so ein bisschen mehr 3D gemacht, hätte das jetzt, glaube ich, auch kein PC krass überfordert. Das ist dann einfach so ein bisschen traurig. Da ist ja noch nicht mal der Hintergedanke, dass die Entwickler das gemacht haben, weil es irgendwie einfacher in der Produktion ist, sondern es irgendwie war das dann einfach eine Designentscheidung. Und gerade auch in verglichen zum letzten Set mit dem Krimskram-Set verstehe ich das nicht so ganz, weil da sind die Objekte auch deutlich detaillierter noch. Das ist also hier so ein kleiner Stilbruch irgendwie in sich. Wir haben dieses Schränkchen auch wieder so in zwei Varianten erhalten. Hier einmal noch ohne den ganzen Krams obendrauf. Das gibt es jetzt hier ebenfalls noch in verschiedenen Farben. Ich muss zugeben, dass ich diese Plastiktöne, diese Plastikoptik jetzt nicht so gerne mag, aber das ist jetzt hier auch nur eine persönliche Präferenz. Wir haben hier eine neue Handseife bekommen, die wir gefühlt auch schon so im Spiel haben. Wir haben diese neuen Handtücher bekommen, einmal so ein bisschen glatt, die gibt es auch in verschiedenen Farbalternativen, hier auch einmal so ein bisschen was für Kinder, hier mit diesen Void-Kreaturen drauf. Und das gleiche nochmal ein bisschen in zerknitterter Optik, das meine ich wieder, da haben die Entwickler quasi auch einfach zwei Objekte, die recht ähnlich sind, irgendwie mit reingebracht. Das obere sieht dann so ein bisschen, sagen wir mal, realistischer aus. Ich glaube, nicht jeder hängt sein Handtuch dann immer so glatt wieder auf. Ein Rasierer hat es ebenfalls ins Pack geschafft. Natürlich alles nur Deko. Fast ein bisschen schade, damit zu interagieren wäre schon ganz cool gewesen. Weiter haben wir zwei neue Teppiche bekommen. Einmal den hier mit so einer Aussparung, dass man das so vor die Toilette stellen kann. Einmal normal, auch in verschiedenen Mustern und Stilen. Ja, ganz ehrlich, vielleicht ist der jetzt hier für mich persönlich ein bisschen zu glatt. Ich hätte jetzt so einen Flauscheteppich ganz cool gefunden. Ah, aber interessant, dieser Teppich hat andere Muster als dieser hier. Das ist schon mal ganz gut zu wissen. Sowas sieht man dann natürlich immer nur dann direkt im Spiel und nicht so gut auf den Entwickler-Screenshots. Wir haben eine neue Duftkerze bekommen. Ja, ganz ehrlich, da bekomme ich direkt Lust, zu IKEA zu gehen, wenn ich das hier sehe. Warum denn nicht? Jetzt von den Farben auch nichts krass Spektakuläres, aber ich denke, das passt doch auf jeden Fall. Wir haben eine neue Nachtlampe bekommen. Okay, die sieht... ich finde, die sieht irgendwie aus wie so eine Klobürstenhalterung. Wisst ihr, was ich meine? Die könnte man jetzt hier auch so neben die Toilette hängen und ich finde, man würde das jetzt hier... Ja, es sieht einfach so aus, als wäre es quasi so eine Klobürstenhalterung, wo aber keine Klobürste drin ist. Auch ein kleiner Kritikpunkt, Leute. Wo sind die Klobürsten? Ich hätte so gern einfach eine Klobürste. Wir haben hier schon Klopapier, aber eine Bürste? Ich weiß nicht. Das wäre jetzt für mich irgendwas sehr, sehr Naheliegendes, was wir noch nicht im Spiel hatten gewesen. Haben die Entwickler jetzt irgendwie nicht reingebracht. Das ist schon noch irgendwie verkraftbar, aber das hätte ich mir jetzt persönlich zumindest gewünscht. Wir haben dieses kleine Objekt bekommen, was man hier so über die Badewanne, glaube ich, ganz gut hängen kann. Auch in verschiedenen Farben. Hier mal so ein bisschen braun, schwarz. Ah, schaut mal, der hintere Teil ändert sich hier ebenfalls. Das ist auf jeden Fall ganz cool. So, hier haben die Entwickler auf jeden Fall die Void-Kreaturen sehr gut nochmal wieder verwurstet als kleine Referenz. Wir haben Pömpel ins Spiel bekommen. Ja, auch in dieser Plastikoptik, die ich nicht so gerne mag. Aber den gibt es ebenfalls in verschiedenen Farben. Ah, jetzt haben wir hier nochmal so ein kleines Set an verschiedenen Sachen bekommen. Hier ist dann auch nochmal das Badesalz, was wir einzeln haben. Also das hört hier mit diesem Trennen und als neue Objekte verpacken tatsächlich nicht auf. Wir haben dieses neue Handtuchset bekommen.
Ja, ganz ehrlich, ich glaube, auf so einem Schränkchen macht sich das doch eigentlich ganz gut. Einen neuen Föhn zum Schluss, der auch wieder recht undetailliert ist. Bei dem fällt es, finde ich, aber nicht so arg auf. Da ist eigentlich die Textur ist auch einigermaßen verwaschen, aber ganz ehrlich, näher als so kommt man im normalen Spiel jetzt auch an diesen Föhn nicht ran. Jetzt nochmal im Detail. Und ein neues vorgefertigtes Zimmer hat es ebenfalls ins Spiel geschafft. Das wäre dieses hier. Da sieht man, finde ich, auch immer noch mal so ein bisschen, wie die Entwickler sich das genau vorgestellt haben. Ja, also wie man sieht, man kann hier schon sein Bad noch mal mit neuen Sachen dekorieren. Jetzt auch mal so ein bisschen zu meinem Endfazit. Also ich finde, da sind schon ein paar ganz coole Objekte dabei. Es ist wieder so ein bisschen Recycling mit dabei, das muss man zugeben. Es ist ein bisschen schade, dass viele Objekte in diesem Pack einfach relativ undetailliert sind. Das beste Beispiel wirklich dieses Schränkchen hier. Aber wie auch bei den meisten anderen Sets sind das eher so optionale Inhalte jetzt wieder. Wenn ihr im Baumodus gerne baut, aber da nicht so viel ausdekoriert, braucht ihr dieses Pack auf jeden Fall nicht. Aber ich meine, wenn euch diese kleine, aber feine Auswahl der Objekte zusagt, könnt ihr hier eigentlich nicht so viel falsch machen, weil ich finde, neue Deko geht immer. Jetzt würde mich doch auf jeden Fall mal eure Meinung interessieren. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was ihr über dieses Pack denkt. Ich habe mit Micha von Simtimes.de in der letzten Podcast-Folge ebenfalls nochmal über die beiden Sets ausführlicher geredet. Schaut gerne mal in der Beschreibung vorbei, wenn euch das interessiert. Und dann würde ich sagen, man sieht sich bei einem der nächsten Videos hier auf simsblog.de wieder.